alle meine Bücher zusammensuchen. Starten wir? Ja. Ja, so, oh, das ist doch ziemlich laut, ne? Wir machen es gleich. Ich hoffe, Sie zu Hause hören uns gut hier. Bei uns ist es ziemlich laut. Eine ungewohnte Situation, meinte die Simone gerade schon, weil sonst versuchen wir immer, Ihre Stimme, die sehr sanft und einfühlsam ist, auf die richtige Lautstärke zu bekommen. Ja, erstmal allen, die hier sind, herzlich willkommen. Allen, die zu Hause sind, herzlich willkommen, liebe Simone. Schön, dass wir dich heute hier haben. Oh, schön hier sein. Ich komme mir gerade vor wie Dennis Scheck, weißt du das? Oh, nee. So irgendwie so mit Juli C. im Interview. Ja, das ist das erste Mal, deswegen sind wir so amüsiert hier gerade, dass wir jetzt hier zusammen streamen. Und wir haben normalerweise ja eine sehr kuschelige und schöne und gemütliche Atmosphäre in der Altstadtbuchhandlung. Und Sie sehen das jetzt zu Hause nicht, aber ich sehe, dass Hartmut Löschke auch hier ist. Und ich sage erstmal hier herzlich willkommen. Schön, dass du auch in unsere Räume gefunden hast. Wir haben einfach den Weg heute hier gewählt, damit Sie alle Corona-konform und möglichst sicher den wunderbaren Vortrag von dir über Trost lauschen dürfen. Ja, ich stelle Ihnen Simone Schabert ganz kurz vor, denjenigen, die vielleicht heute zum ersten Mal dir zuhören. Du hast neuere deutsche Literaturgeschichte studiert, Philosophie und Politikwissenschaften, in Politikwissenschaften promoviert und dein Herz schlägt aber sehr stark für die Literatur, würde ich mal sagen. Und du bist nicht nur Literaturwissenschaftlerin, sondern inzwischen auch selber Autorin, auch als Poetin, als Dichterin unterwegs und hast einen wunderbaren Podcast, den man lauschen kann. Und machst ganz tolle Workshops, sehr kreative Schreibworkshops. Also insofern ist das eine sehr schöne Mischung und sehr schön finde ich auch immer und ich glaube, das mögen wir alle sehr, dass du diese Autoren und diese biografischen Elemente immer mit den Zeitgeschehnissen sehr eng verknüpft. Da kommt die Politikwissenschaftlerin dann auch oft rein und raus. Und das ist für uns, glaube ich, immer sehr spannend, weil man dann einfach so einen großen Überblick bekommt. Ja, und heute haben wir das Thema Trost, weil wir gedacht haben, das ist etwas, was wir alle brauchen. Nach 2 Jahren Corona haben wir den, glaube ich, alle dringend nötig. Und Trost kann man sich in ganz verschiedener Form holen. Man kann sich auch selbst trösten, könnte ich mir vorstellen. Man kann in die Natur gehen, man kann mit Menschen reden und man kann auch Literatur dazu zu Rate ziehen. Und das ist heute dein Thema. Und dazu gebe ich dir jetzt gleich, schalte ich mein Mikro aus und gebe dir das Wort. Ich hatte eben ein schönes Zitat gefunden von Juli C., witzigerweise. Richtig gute Literatur ist immer auch Philosophie mit erzählerischen Mitteln. Und das gelingt Thea Dorn, das hat sie geschrieben über Thea Dorns Buch Trost. Das kommt, glaube ich, heute gar nicht vor. Aber du hast einige andere spannende Sachen. So, und jetzt verschwinde ich aus dem Bild und wünsche uns allen einen schönen Abend. Denen zum Trost, die sich in ihrer Gegenwart nicht finden können. Oder in der Zukunft 3. In der Zukunft, wenn Zeitreisen möglich sein werden. Die Leute gehen immer noch in die Bar, sind dann aber kurz mal weg in der Vergangenheit, um sich eine Kippe anzustecken. Die meisten werden in ihrer Gegenwart einen Beruf und einen festen Wohnsitz haben. Aber während ihrer Freizeit reisen sie durch die Zeit. In der Zukunft wird es vorkommen, an manchen Abenden, dass keiner da ist. Umso schöner, dass Sie heute alle da sind und wir noch in der Gegenwart sind und uns ein klein wenig auf die Trostsuche machen, Sie gemeinsam mit mir. Und Sie können sich vorstellen, dass es zum einen ein sehr, sehr großes und weitläufiges Thema ist. Und das hat automatisch zur Folge, dass es wieder eine sehr, sehr subjektive Auswahl ist. Ich habe in den ganzen letzten Wochen das immer so ein wenig mit nebenher laufen lassen.
diesmal eigentlich auch entgegen meiner Gewohnheiten ziemlich aktuelle Literatur mit dabei, was einfach daran liegt, dass Trost tatsächlich ein Thema ist, das uns auf unterschiedliche Art und Weise gerade immer wieder entgegenschlägt. Der Band bzw. das Gedicht Dänen zum Trost, aus dem ich Ihnen gerade vorgelesen habe, ist von Ragnar Helgi Ólafsson, ein isländischer Schriftsteller, der veröffentlicht hat im Elif Verlag. Der Elif Verlag ist ein Verlag, der wiederum im Nettetal sitzt. Und das ist das ganz Wunderbare. Dinja Gujeta, der quasi Inhaber dieses Verlages ist, hat gestern den Peter-Huchel-Preis verliehen bekommen für seinen neuen Band. Und ein ganz wunderbarer Auftakt, also mit diesem Verlag in den Abend zu steigen. Diejenigen von Ihnen, die mich kennen, wissen, dass ich bei Abenden, wo ich mit Schlagworten arbeite, am allerliebsten zu diesen beiden Herren einen kurzen Abstecher machen, nämlich zu dem Wörterbuch der Gebrüder Grimm. Sie finden das wunderbarerweise komplett online. Die Uni Trier hat das quasi digital aufbereitet, sodass Sie einfach online sich das Ganze zu Gemüte führen können. Und es ist eine riesengroße, ganz wundervolle Schatzkiste. Sie beginnt mit dem Buchstaben A. Und Sie werden merken, dass heute Abend Trost als Theorie, Trost als Praxis, Trost als Literatur immer so ein wenig alles ineinander geht. Denn allein für mich dieses Aufschlagen oder mich einfinden in diesem großen Wörterbuch hat immer auch so ein ganz klein wenig Tröstendes für mich. Es geht ganz viel um Bestand und Bewahren. Und dieses Wörterbuch beginnt mit dem Vokal A und liefert mutmaßlich die schönste Beschreibung zum A, die es in der deutschen Literatur gibt. Wenn Sie dort das Wort Trost eingeben, dann erscheint eine unfassbar große Fülle an, na, nicht Vorschlägen, sondern eigentlich an Komposita, die dieses Wort allesamt im Laufe der Zeit eingegangen ist. Ich war irgendwie völlig überrascht davon. Ich hatte nicht damit gerechnet, sondern hatte irgendwie gedacht, dass ich so ein bisschen überschaubares Material finde. Aber es war ganz genau das Gegenteil der Fall. Und ich hätte eigentlich auch nur diesen ganzen Abend diese Wörter vorlesen können. Das wäre auch wunderbar gewesen. Aber ich habe Ihnen ein paar mitgebracht, damit Sie so ein wenig einen Eindruck davon bekommen, in welchen Nachbarschaften und welche Verlinkungen das Wort Trost in der Geschichte der deutschen Literatur eingegangen ist. Trostanker. Der erfasse diese Zuflucht, steuere unter solchen Angstwellen seine Seele auf diesen Trost- und Notanker. Trostbar. Die ganze Zeit denke ich, das klingt wie kostbar, aber nein, trostbar. Das ist Trostbare. Trostblume. Da ich nun sah, dass in meiner Seele keine rechten Trostblumen zu pflücken waren, gab ich meine Schreiberei, in Klammern Kondolenzbrief, auf und stellte ihn mein zum Empfang des Gastes hergerichtetes Zimmer einige wirkliche Blumen, die für mich reden mochten. Trostbrief. Das wird uns heute Abend öfters begleiten. Bis in die Neuzeit reicht der Gebrauch des Wortes, der an den modernen Sinn von Trost anschließt. In den verschiedenen Situationen Krankheit und Leid aller Art, besonders beim Schmerz um einen Verstorbenen, zumal in der Sphäre christlicher Gemeinschaft, auch über die persönliche Mitteilung hinausreichend. Das Trostbuch. Im speziellen Sinne Trostbücher als Lehnübersetzung der entsprechenden lateinischen Bezeichnung des weit berühmten Poeten Petrarca. Gegen Mittag Petrarcas Trostbücher gelesen, schrieb Goethe. Dort machte ich mir oft das Vergnügen, die Vita Dantes zu lesen oder das Boetius Trostbuch der Philosophie. Trost Einsamkeit. Mit dem Ton
auf der zweiten Silbe. Zunächst als Tröst, Einsamkeit, der Titel der im Herbst 1808 noch einmal in Buchform herausgegebenen Arnimschen Zeitung für Einsiedler. Tröst, Einsamkeit, alte und neue Sagen und Wahrsagungen, Geschichten und Gedichte. Trost einsprechen. Ein Zufallskompositum. Auch ich hielt mich nicht dabei auf, unter den verschiedenen Arten zu wählen, welche die Philosophie zum Trost einsprechen vorschreibt. Trost Himmel. Gottes Hand drücket auf unsere Seele, dass die noch übrige Welt Tropfen völlig herauskommen und der Trost Himmel sich darin ergieße. Trost Honig. Beliebte barocke Bildung. Diese Gnade hatte nun dies Weib, dass sie das süßeste Trosthonig von seinen Lippen in ihr Herz fließen ließ. Damit könnte man Stunden zubringen. Das ist wirklich nur ein ganz kleiner Mini-Auszug. Aber ich möchte Sie ein wenig mehr und quasi in das Engere des Trostes führen, was er in der Literatur alles so mit sich bringen kann und wie er eigentlich auch in seiner Begriffsgeschichte zu verstehen ist. Halt, hier waren wir schon, Sie haben das schon gesehen, entschuldigen Sie. Bei den Gebrüdern Grimm gibt es diese wunderbare Herleitung nochmal, dass der Begriff des Trostes im Altnordischen erstmal beheimatet ist. Das heißt, es geht in erster Linie darum, um einen Begriff zu haben, der Sicherheit, Zuversicht oder Mut verdeutlicht. Hilfe, Schutz aus dem Schwedischen, Trost und damit auch so ein kleines Überbahnen zu dem Begriff Vertrauen. Das heißt, in erster Linie ist mit dem Begriff Trost erstmal so eine Art Stärke verbunden. Das ist eine der älteren Bedeutungs- oder semantischen Ebenen, die in diesem Begriff mit drinnen stecken. Und wenn man dann ins Mittelenglische geht, zu Trust, dann kommt etwas hinzu, was quasi im zwischenmenschlichen Bereich ist, des Trostes ganz wichtig ist, nämlich das Vertrauen, einander Vertrauen schenken und sich im Trost trauernd sozusagen begegnen zu können. Das heißt, sie haben eine Verschiebung der Bedeutung, die aber quasi immer wieder sich weiter ändert. Das finde ich ist eigentlich das Wunderbare, denn es geht weiter, dass in diesem Begriff Trost auch die beiden Ideen von Kernholz und Festigkeit stecken. Und ich für meinen Begriff hätte Trost als einen sehr, weiß gar nicht, leichten, schwebenden Begriff erstmal ausgemacht und tatsächlich auf den ersten Blick gar nicht so sehr mit einer materiellen Vorstellung in Einklang gebracht. Und Sie sehen, die unterschiedlichen Ideen mit Trost gehen an dieser Stelle schon weit auseinander. Und deswegen ist es immer total spannend und vielleicht auch für sich selber in einem ruhigen Moment ganz wichtig zu gucken, was verstehe ich eigentlich unter diesem Begriff? Woher kommt der? Was hat der für eine Reise hinter sich? Und was unter Umständen erwarte ich von diesem Begriff? Sie finden ganz am Schluss bei den Gebrüdern Grimm noch eine Verbindung zu dieser Festigkeit. Die beiden schreiben nämlich: Dagegen spricht sich die etymologische Verwandtschaft mit Trauen auch in engstem Bedeutungszusammenhang aus. Als Festigkeit, aus welcher Sicherheit und weiterhin als subjektives Gefühl sich äußernd Zuversicht und Vertrauen entspringt. Das wäre also so der erste Aufschlag, wenn man in die Geschichte des Trostes guckt, wie er literarisch verankert ist, in Anführungszeichen, was alles für Bilder in diesem relativ schmalen Wort drinstecken. All diesen Bildern ist aber eigentlich gemein, dass sie ganz wenig darüber aussagen, was es konkret bedeutet. Also sie liefern vielleicht so eine erste Ahnung davon, aber was dieser Trost nun ganz konkret bedeutet, verbirgt sich irgendwie weiterhin in diesem Begriff und das muss man so ein wenig für sich herausarbeiten.
Wenn Sie Trost googeln, werden Sie jede Menge Weiterführungen finden. Es gibt immer wieder, abgesehen von der Literatur, die Philosophie, die ganz schnell aufblinkt und aufleuchtet. Immer wieder auch die Musik, zu der kommen wir noch. Und ich habe ein nächstes Zitat quasi mal mit eingepackt, um uns selber so als Menschen mit dem Trost in eins zu bringen. Ein Zitat von Georg Simmel, der da schreibt: Der Mensch ist ein trostsuchendes Wesen. Trost ist etwas anderes als Hilfe. Sie sucht auch das Tier. Aber der Trost ist das merkwürdige Erlebnis, das zwar das Leiden bestehen lässt, aber sozusagen das Leiden am Leiden aufhebt. Er betrifft nicht das Übel selbst, sondern dessen Reflex in der tiefsten Instanz der Seele. Es geht also um diese Frage, wie heben wir dieses Leiden am Leiden selbst auf. Und das ist eine wichtige Unterscheidung, die immer wieder gemacht wird, im Gegensatz zu Hilfe zum Beispiel. Trost ist etwas, was ganz arg mit Zustand und Beisammensein in Anführungszeichen zu tun hat. Es hat aber wenig damit zu tun, dass man das Übel der Sache erstmal löst oder auflöst, in Vergangenheit bringt, sondern dass man tatsächlich erstmal erkennt, in welcher Situation ist man da momentan und was braucht man eigentlich. Und so wie es mir geht in diesen letzten Wochen und Monaten und Jahren, wird es wahrscheinlich Ihnen auch immer wieder gegangen sein, dass man in solchen dichten Situationen, wie zum Beispiel eine Pandemie mit sich bringt, auch immer wieder auf der Suche nach Trost in einem ganz unmittelbaren Sinne ist. Wahrscheinlich suchen wir das am liebsten bei anderen Menschen, wenn es machbar ist, oftmals auch in einer körperlichen Berührung, in Umarmung. Und ich muss Ihnen aber gar nicht sagen, so wie wir jetzt hier sitzen, das ist genau derjenige Teil und unmittelbare Teil von Trost, der gerade am schwierigsten eigentlich umsetzbar ist. Es sei denn, Sie leben quasi in einer engen Gemeinschaft, wie auch immer geartet, und haben Menschen mit sich, mit denen Sie jederzeit sozusagen auch einfach mal körperlichen Kontakt hingehen können oder dieses kurze sich ausruhen an einer anderen Schulter. Das ist schwierig dieser Tage. Und für mich ist diese zweite Anlaufstelle immer Literatur. Und weil es schwierig ist mit diesem körperlichen und aber die Literatur so ein großes Feld ist, habe ich versucht, eigentlich beide Dinge ineinander zu bringen. Also diese Frage, was macht eigentlich so eine Situation mit uns, in der wir auf der Suche nach Trost sind, aber ihn gar nicht so richtig unter Umständen bekommen können, wie wir wollen? Und was alles hat die Literatur in ihren ganzen Schatzkästchen seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, wie auch immer Sie wollen, verborgen? Für mich sind es in der Regel Gedichte, Tagebücher und Briefe, ist mir nochmal klar geworden, wo ich Trost suche. Und damit eigentlich auch immer die Anwesenheit eines anderen Menschen. Gedichte haben oftmals eine direkte Ansprache. Sie finden darin ein lyrisches Ich oder ein lyrisches Du, je nachdem. Aber in der Regel spricht jemand, erhebt die Stimme, auch wenn es manchmal verklausuliert anmuten mag. Und Briefe sind einfach eine Form der Kommunikation. Sie denken sich quasi, je nachdem, wer an wen geschrieben hat, in eine andere Zeit, in einen anderen Menschen ein. Sie können teilhaben an einer anderen Zeit, an Gedanken, können die Perspektive erweitern. Und je nachdem, was für Briefwechsel Sie sich aussuchen, können die wirklich balsam für die Seele sein. Für mich ist so ein erster Anpack immer bei Trost, also wenn ich gar nicht weiß, wohin mit mir, dann greife ich immer zu Jans Gaatzel. Und was Sie jetzt alle zu Hause nicht sehen, aber ich, ist, dass der wunderbare Band von Jans Gaatzel für alle, die im Herzen barfuß sind, aus dem Wallstein Verlag hier vor mir auf dem wunderbaren Bücherstuhl sitzt und liegt oder wie auch immer man das nennen mag. Und ich habe aber eine ganz alte Ausgabe von Jans Gaatzel hier bei mir. Ein tschechischer Dichter, der vor allem in den 70er, 80er, 90er Jahren geschrieben hat, ganz kurze, verknappte Verse,
die ganz stark damit zu tun haben, was so einer Seele alles passieren kann. Alles schmerzt sich einmal durch bis auf den eigenen Grund und die Angst vergeht. Schön die Scheune, die nach längst vergangenen Ernten leer am Wegrand steht. Die laubigen Laubfrösche bitten laut. Der Morgen stellt sich häufig taub und blind, mit Laub auf den Stimmen, mit Zungen betaut, für alle, die im Herzen barfuß sind. Erfindbar sind Gedichte nicht. Es gibt sie ohne uns, irgendwo seit, irgendwo hinter. Sie sind dort in Ewigkeit. Der Dichter findet das Gedicht. Und Sie sehen, das ist das Wunderbare, das wird uns jetzt gleich bei Hannah Engelmeier noch begegnen. Also Sie können es hier sehen, an den Bildschirmen nicht. Meine Ausgabe fällt schon auseinander, die ist auch schon ziemlich alt und das liegt einfach daran, dass sie sehr zerlesen ist mittlerweile und ich auch meistens das Datum nochmal einschreibe und sie tatsächlich so ein richtiger Begleiter geworden ist. Eine Begleitung deswegen, weil es oftmals darum geht eigentlich, was passiert, wenn wir alleine sind. Und um dieses Alleinsein ein wenig auf die Spur zu kommen, habe ich Ihnen mitgebracht Daniel Schreiber. Es heißt auch Allein. Im Hansa Verlag erschienen, noch ganz frisch in Anführungszeichen, der dritte Essay von Daniel Schreiber. Er hat davor geschrieben, Nüchtern und zu Hause. Er hat eine Biografie über Susan Sontag verfasst. Und er hat so eine ganz eigene Form entwickelt. Es ist quasi ein literarischer Essay, der aber ganz stark auch mit autobiografischen Bezügen arbeitet. Und Sie finden quasi auf dem, ich weiß gar nicht, wie man sagt, Blurb wahrscheinlich hier vorne drauf, eine andere Dame, nämlich Gabriele von Arnim. Das Leben ist ein vorübergehender Zustand, hat sie geschrieben, das ich Ihnen auch noch vorstellen werde. Und sie schreibt über dieses Buch. Was für ein Buch. Es rührt an unsere geheimsten Ängste. Dabei tröstet es uns, klug und zärtlich zugleich, wie ein Freund, der unsere Not erkennt. Und dieses Buch ist ein erstaunlicher, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, vielleicht eher ein erstaunliches Mosaik an Fundstücken auf der Suche danach, die Frage so ein wenig auszuleuchten, warum wir uns manchmal alleine fühlen, was dieses Alleinsein bedeutet und was eigentlich das gesellschaftliche Konstrukt dahinter ist, unter anderem. Und Daniel Schreiber nimmt sich hier am Anfang mit in eine freundschaftliche Beziehung. Es geht darum, dass er sich tatsächlich in einem Moment alleine wiederfindet und auch so ein bisschen klar vor Augen hat während dieser Pandemie, dass quasi all jene, die in irgendwelchen familiären Konstellationen leben, miteinander unterwegs sein können, dass er aber als Alleinstehender in diesem Fall erstmal tatsächlich komplett auf sich zurückgeworfen ist. Und dass es auch mit Fortschreiten der Pandemie immer schwieriger wird, Kontakte zu halten, dass es manchmal wahnsinnig anstrengend ist. Sie kennen es vielleicht über Zoom oder was auch immer, FaceTime, sich immer zu sehen und zu kommunizieren. Auf der einen Seite ganz leicht, auf der anderen Seite natürlich irgendwie immer mit so einer gewissen Verschiebung. Und dieses Buch geht im ersten Moment der Frage nach, warum wir eigentlich immer davon ausgehen, oder diese fortwährende Geschichte erzählen, dass vor allem ein Leben zu zweit, also die große Liebe in Form einer Romantisierung, warum wir diesem Ideal so nachhängen. Und er blättert das ganz wunderbar auf. Es ist quasi auch so eine kleine literaturgeschichtliche
Abhandlung ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber es ist ein Eintauchen in die Frage dessen, warum wir immer die Geschichte von großen Liebesromanen erzählen, aber ganz selten eigentlich die Geschichte von Freundschaften. Und Freundschaft ist ein ganz zentrales Wort in diesem Essay sozusagen und hat wahrscheinlich schon von Anbeginn dieses tröstende Element auch bei sich. Er schreibt: Um die inneren Wogen zu glätten, hilft es, sich in die Gesellschaft von Menschen zu geben, die man gut kennt und denen man vertraut. Und dieses Buch, so schreibt Gabriele von Arnim, ist gleichsam so ein guter Freund. Man geht also in diesem Buch auf diese Reise, das heißt, man hat eigentlich einen Adressaten. Und es liegt nicht nur daran, dass dieses Buch so eine Ansammlung eigentlich unterschiedlichster Blickwinkel ist auf die Frage der Freundschaft, sondern dass dieses Schreiben aus einer autobiografischen Schrift heraus einem auch tatsächlich immer wieder das Gefühl gibt, man ist nicht allein. Das heißt, sie haben einfach dieses Gefühl beim Lesen, da ist unter Umständen jemand, der eine ähnliche Situation hat, oder sie können sie zumindest vergleichen. Da schreibt jemand sehr offen darüber, wie es sich anfühlt, wenn dieser Trost, den man ab und zu notwendig hat, in Form eines anderen Menschen nicht zugleich verfügbar ist. Daniel Schreiber geht eine Reise ein über Freundlichkeit und Freundschaft und schreibt erstmal Folgendes über den Begriff der Freundschaft. Freundschaften sind die einzigen Beziehungen, die gänzlich auf Freiwilligkeit beruhen. Auf dem gegenseitigen Einverständnis zweier Menschen, sich zu unterschiedlichen Graden auszutauschen. Zeit miteinander zu verbringen und füreinander da zu sein. Man wird nicht in sie hineingeboren wie in familiäre Beziehungen mit ihren Ritualen und Pflichten. Für gewöhnlich sind sie auch nicht mit den auf Exklusivität ausgelegten Regeln von Liebesbeziehungen verbunden, nicht mit ihrer Agenda des Begehrens. Wir wählen unsere Freunde und Freundinnen danach aus, wer sie sind, und werden umgekehrt auch genau danach von ihnen ausgewählt. Oft kommt heutigen freundschaftlichen Beziehungen sogar eine andere Dringlichkeit als Liebesbeziehungen zu. Darauf ist die Soziologin Sascha Rosen-Neil in ihren Forschungen gestoßen. Freundschaften, schreibt sie, und das finde ich ist was ganz was Wunderbares jetzt, gehören dieser Tage zu unseren Praktiken der Selbstreparatur. Sie können dabei helfen, die Wunden des Selbst zu heilen und seelischen Nöten, Enttäuschungen, physischem Leid und Verlusten zu begegnen. Sie können dafür sorgen, dass seelische Einbrüche und gescheiterte Beziehungen nicht unser ganzes Gefühlsleben bestimmen. Dennoch ist das, worüber wir reden, wenn wir über Freundschaft reden, für jeden und für jede von uns etwas anderes. Tatsächlich ist es immer wieder überraschend, wie vielfältig die Beziehungsformen sind, die wir als Freundschaften bezeichnen. Und dann geht quasi so eine Reise los, was wir alles unter Freundschaft verstehen können, sowohl quasi in Zeiten der Pandemie, also in ein ganz aktuelles Jetzt, aber es geht auch zu Michel de Montaigne und Jacques Derrida über die Freundschaft. Und es wird die Frage aufgemacht, wann empfinden wir Freundschaft, wann kann sie Trost spenden? Ist es dann, wenn wir sozusagen uns möglichst nahe sind im Gedanken, also so wie Montaigne sagt, dass wir einander fast gleich sind, oder ist es eigentlich doch eher dann, wenn wir eigentlich unterschiedlich sind und wenn wir so die Möglichkeit eines richtigen Gesprächs, eines Dialogs entwickeln können, das heißt, dass wir unsere eigenen Positionen auch abgleichen können oder sie vielleicht sogar abarbeiten können, gerade mit Blick auf so eine Wirklichkeit wie jetzt, vielleicht ein ganz spannender Gedanke, dass dieses Zusammensein in Freundschaft nicht immer eine Einheit bedeutet, sondern auch die Möglichkeit, viele Perspektiven auf eine recht komplexe Wirklichkeit miteinander diskutieren zu können, sie aufmachen zu können und sie gleichsam wiederum wie so eine tröstende Behausung für sich aufmachen zu können.
Behausung ist ein Wort, das quasi immer wieder vorkommt. Und ich muss immer wieder an Gaston Bachelard denken, an sein ganz wunderbares, in seinen 1000 Honigwaben verdichtet der Raum die Zeit und darin die Idee, dass wir quasi Sprache, aber auch das Wohnen, dazu kommen wir später, als ein Sein verstehen können, als einen geschützten Raum, als etwas, das uns umgibt und damit auch in Fällen der Not oder je nachdem, wie wir es brauchen, Trost spenden können. Dieses Buch allein von Daniel Schreiber, und das ist auch eine sehr subjektive Lesart jetzt, hat für mich vor diesem Hintergrund eigentlich zwei Funktionen gleichermaßen erfüllt. Sie haben auf der einen Seite diese Idee quasi, dass dieser Text fast als Trosttext selbst funktioniert, also wenn Sie sich hineingeben in diesen Text, dass Sie wie in einer Behausung in Anführungszeichen unterwegs sein können. Das heißt, Sie finden eigentlich den Weg in ein Innen. Und auf der anderen Seite versammelt dieser Text so viel an Literatur, an Ideen, die aus sich herausweisen, dass sie auch das Gefühl haben, sie betreten eigentlich neue Räume, es werden ihnen neue Namen mit auf den Weg gegeben, gleichsam Textbegleitungen, die man für sich aufsammeln kann. Und ich war völlig fasziniert davon, in welche Richtungen dieses Buch alles seine Fühler oder Spuren, wie auch immer Sie das nennen wollen, ausstreckt. Meine Bücher sehen immer so aus, dann ich schreibe vorne immer quasi mit, was für Literatur alles drin vorkommt, um bei diesem Buch zu merken, dass ich mir das alles hätte sparen können, weil Sie ein ganz wundervolles Literaturverzeichnis am Schluss haben. Was für mich aber sozusagen zur Folge hatte, dass man merkt sich ja beim Schreiben manchmal auch ganz gut die Dinge, dass manches sich tatsächlich auch festgeschrieben hat. Und festgeschrieben hat sich auch darin ein Begriff, der, glaube ich, mit Trost ganz wichtig ist, nämlich der Begriff der Freundlichkeit. Und ich habe irgendwie diesen Begriff am Anfang so ein wenig weggeschoben, weil ich irgendwie dachte, naja, klar ist es wichtig, dass man freundlich ist miteinander, aber was für ein substanzielles Gefühl damit verbunden sein kann, gleichsam als eine Übung, das ist ein ganz wunderbarer Gedanke, der hier auch, finde ich, auf eine sehr tröstende Art und Weise mit ausgearbeitet ist. Manchmal sitzt man im Bus oder in der Bahn und hat den Eindruck, die Flut hasserfüllter, selbstreflexionsfreier Online-Kommentare wäre in die reale Welt geschwappt. Die meisten von uns wissen, wie schmerzhaft achtlose Urteile, Unaufmerksamkeiten und Mikroaggressionen sein können. Selbst freundlich zu sein, scheint für viele Menschen dennoch eine Herausforderung darzustellen. Teilweise ist dieses Verhalten auf bestimmte kulturelle Prägungen zurückzuführen. Häufig gehört es zum guten Ton, direkt zu sein und auch unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Dabei könnte man sich fragen, ob die eigene Einschätzung tatsächlich so wichtig ist, dass man dafür in Kauf nehmen sollte, jemandem weh zu tun. Nicht selten verbirgt sich hinter dem Äußern sogenannter unbequemer Wahrheiten eine gewisse Bequemlichkeit, die Unwilligkeit, auch nur ein Minimum an Empathie aufzubringen. Es ist nicht schwer, freundlich zu sein. In der Regel ist es nur eine der ersten intuitiven Reaktionen, die wir in einer Begegnung mit anderen Menschen haben. Es ist nicht schwer, ein gewisses Interesse für das Gegenüber aufzubringen und zuzuhören. Nicht schwer, sich bewusst zu machen, dass wir alle verletzlich sind. Dass das, was wir sagen, Konsequenzen hat und wir gerade mit unserer Überzeugung, selbst richtig zu liegen, oft falsch liegen. Ich habe in meinem Leben schon viele Menschen verletzt, vorsätzlich, aber auch unfreiwillig, aufgrund fehlender Umsicht. Und natürlich habe ich viele solcher Verletzungen auch am eigenen Leib erfahren. Ich weiß nicht, ob es mir immer gelingt, freundlich zu sein, aber ich versuche es zumindest.
Man weiß nie, was hinter der Fassade passiert, die das Gegenüber einem präsentiert, weiß nie, welche Lebenswege andere Menschen hinter sich haben, womit sie sich täglich herumschlagen. Von außen wirken Menschen fast immer stärker, als sie sich nach innen fühlen. Dass ein erster Einblick sozusagen in allein, es wird uns immer wieder noch ein klein wenig begleiten. Es war quasi so, abgesehen von Hannah Engelmeier mit diesem ganz dezidierten Titel Trost, eines der Bücher, das mir quasi wirklich so als tröstende Wegbegleitung mit auf den Weg so richtig reingespült worden ist. Ich bin durchgerauscht und habe das quasi hier so direkt mit auf den Weg genommen. Und als ich dann angefangen habe, so richtig mich einzuarbeiten und zu gucken, was hat es eigentlich mit diesem Trost alles auf sich, wer schreibt darüber, welche Gedichte zum Beispiel gibt es dazu, Sie können ganz wunderbar mit Stichworten natürlich suchen, hat sich immer mehr eigentlich so eine Verdichtung herausgestellt, die für mich ziemlich überraschend war, für manche von Ihnen unter Umständen vielleicht nicht, aber ich hatte zwischendrin das Gefühl, egal was ich mache, ich lande immer bei Rainer Maria Rilke. Und es war ein sehr erstaunlicher Moment. Das liegt zum einen daran, dass ich es eigentlich erst versucht habe zu umgehen, weil es quasi diese typischen Trostanthologien, die machen auch immer direkt mit Rainer Maria Rilke auf. Und ich dachte, nein, ich suche ein bisschen was anderes, damit sie auch was Neues auf dem Weg haben. Aber immer wieder ging es quasi zu Rainer Maria Rilke. Für mich ist es deswegen spannend, weil eines der ersten Gedichte, das ich über mein Bett gehängt habe im Alter von 15 Jahren, war von Rainer Maria Rilke. Und Sie werden gleich sehen, das Buch sieht auch noch so aus. Das ist das Stundenbuch, das ist quasi einer meiner ersten Gedichtbände gewesen. Und ich konnte dieses Gedicht immer auswendig. Ich glaube, dass ich es ganz lange nicht verstanden habe. Und jetzt, als ich es wieder gelesen habe, ist mir klar geworden, dass Rhythmik und Melodie und dieses Sprechen dieses Gedichtes fast was Gebetsähnliches hatte. Was wir ganz oft haben, dass quasi das beruhigende, retardierende Element, dass man etwas wiederholt, automatisch Ruhe mit sich bringt. Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, und ich kreise Jahrtausende lang. Und ich weiß noch nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang. Und für mich war das auch ein, also Sie merken, hier geht quasi an diesem Abend alles so ein wenig ineinander über. Ich hatte auch immer wieder, also es ist sehr schön, wenn quasi eigene Erinnerungen, also Literatur wie ein Archiv auch funktioniert, mit hineinspielen und man sofort wieder weiß, wie man damals war oder so eine Ahnung zumindest hat und sich auch darin immer noch wiederfinden kann. Frau Tillmanns hatte vorhin gesagt, dass ich ansonsten immer ja gerne die zeitgenössischen Hintergründe mitbringe. Das mache ich an diesem Abend weniger. Nur jetzt an dieser Stelle, nämlich mit Rainer Maria Rilke, weniger was ihn selbst betrifft, als dass zu meinem Erstaunen, als ich Literatur für den Holocaust-Gedenktag zusammengesucht habe, beziehungsweise einfach mich nochmal ein wenig eingelesen habe, ich gemerkt habe, es ist unfassbar, wie viele Menschen in Notsituationen einfach immer wieder Gedichte lesen. Wenn sie Ruth Klüger lesen, in Weiterleben, es ist etwas, was sie immer wieder betont, dass Gedichte ein ganz notwendiges Element waren. Sie stellt es auch überhaupt gar nicht mehr zur Diskussion. Rose Ausländer schreibt in ihren vielen kurzen Gedichten
immer wieder übers Atmen, darauf kommen wir auch gleich noch zurück, und ihren Ausführungen dazu, dass Gedichte für sie tatsächlich lebensnotwendig waren, also ein Erhalt waren, so tröstend, dass sie ihr immer wieder Rückhalt gegeben haben. Und ich habe heute nochmal mitgebracht das Denkende Herz von Etty Hillesum. Falls Sie es noch nicht gelesen haben, wir hatten es in der Altstadtbuchhandlung bei einem Tagebuchabend schon mal mit dabei. Es ist ein unfassbares Dokument. Also Etty Hillesum ist Niederländerin gewesen, aufgewachsen in Middelburg und wurde sehr früh nach Auschwitz deportiert, beziehungsweise hat sie im Übergangslager noch gearbeitet und hat versucht, mittelnd tätig zu sein. Und sie hat ganz vielen Menschen auf ihre unglaubliche Art und Weise Trost gespendet. Sie war offenbar wirklich so ein lichter Mensch, der in diesem Wahnsinn der damaligen Zeit und diesen Grausamkeiten immer noch ein Funken Licht finden konnte. Und es wird heute so ein wenig ein Wechseln immer wieder, und wir werden immer wieder bei Rilke landen. Sie schreibt nämlich über Rilke. Ich glaube, ich sollte schlafen, tagelang schlafen und alles aus meinem Geist auslöschen. Der Doktor sagte gestern, ich führe ein zu intensives inneres Leben. Ich lebe zu wenig auf der Erde und fast schon an der Grenze des Himmels. Und meine Konstitution halte das nicht aus. Vielleicht hat er recht. Die letzten anderthalb Jahre, mein Gott, und die beiden letzten Monate, die für sich allein ein ganzes Leben aufwiegen. Und habe ich nicht Stunden erlebt, von denen ich sagen konnte, diese eine Stunde ist ein ganzes Leben gewesen, und wenn ich sofort sterben müsste, wäre diese eine Stunde das ganze Leben wert gewesen? Und ich habe viele solche Stunden erlebt. Warum darf ich nicht auch im Himmel leben? Da es den Himmel ja gibt, warum darf man denn nicht darin leben? Aber eigentlich ist es eher umgekehrt. Der Himmel lebt in mir. Ich muss an ein Wort aus einem Gedicht von Rilke denken. Weltinnenraum. Und Weltinnenraum ist das letzte Gedicht in diesem schmalen Band. Ich habe eine Ausgabe von 1930 hier und liest und hört sich wie folgt an. Es winkt zu Fühlung fast aus allen Dingen. Es winkt zu Fühlung fast aus allen Dingen, aus jeder Wendung weht es her, Gedenk. Ein Tag, an dem wir fremd vorübergingen, entschließt im Künftigen sich zum Geschenk. Wer rechnet unseren Ertrag? Wer trennt uns von den Alten, den vergangenen Jahren? Was haben wir seit Anbeginn erfahren, als das sich eins im anderen erkannt? Als das an uns Gleichgültiges erwarmt? O Haus, o Wiesenhang, o Abendlicht, auf einmal bringst du's beinahe zum Gesicht und stehst an uns, umarmend und umarmt. Durch alle Wesen reicht der eine Raum, Weltinnenraum. Die Vögel fliegen still durch uns hindurch, oh, der ich wachsen will. Ich seh hinaus und in mir wächst der Baum. Ich sorge mich und in mir steht das Haus. Ich hüte mich und in mir ist die Hut. Geliebter, der ich wurde, an mir ruht, der schönen Schöpfung Bild und weint sich aus. Und Etty Hillesum hat diese Gedichte offenbar bis zum Schluss bei sich getragen. Und es wird auch gleich um dieses bei sich tragen von Literatur gehen. Das mag alles jetzt noch gar nicht so erstaunlich erscheinen mit Rilke, aber dann dachte ich so, hier Pantherzeit von Marica Bodrocic, vom Innenmaß der Dinge, ist also quasi auch ein ganz dezidierter Bezug zu Rainer Maria Rilke, und ich dachte, aha, es ist offenbar so, dass er wirklich so ein wiederkehrendes Element ist, jemand,
zu dem die Menschen gehen, in Anführungszeichen, sich in seinen Texten wieder einfinden, wenn man gerade nicht so richtig weiß, wohin mit sich in der Welt. Dieser Text, ich glaube 2020 im Otto Müller Verlag erschienen, ist eine erstaunliche Mixtur, der fast etwas Liedhaftes hat, einen Bewusstseinsstrom eigentlich, der Mystik und Philosophie immer wieder ineinander bringt, miteinander verbindet und der aber auch ganz stark aus der Gegenwart heraus erzählt. Er führt sie nämlich ins aktuelle Berlin, zumindest in die Anfänge der Pandemie. Marica Bodrocic hat dort in Berlin gelebt, beziehungsweise lebt dort immer noch. Und sie finden einen Blickwinkel auf die Pandemie unserer Tage von ihrem Balkon aus. Und sie macht etwas, was sehr erstaunlich ist, wie ich finde. Sie hat nämlich eine ganz eigene Art gefunden, ihre Ideen oder ihren Trost, glaube ich, in die Welt hinauszutragen, in Anführungszeichen. Und zwar zu jener Zeit, Sie erinnern unter Umständen, als zum einen um 8 Uhr geklatscht wurde für das pflegende Personal, was auch mittlerweile mehr oder minder vergessen ist, zum anderen immer wieder mal gesungen wurde. Und sie hat angefangen, den Panther von Rainer Maria Rilke laut zu lesen. Der Panther ist ein Gedicht, das Sie wahrscheinlich alle kennen. Und es ist ein Gedicht, das tatsächlich wunderbar in diese Zeit passt, aus unterschiedlichen Gründen. Und sie hat erstmal dazu geschrieben, dass Pantherzeit eine Seelenzeit für sie ist. Seit ein paar Tagen sind die Zeilen von Rilkes Panther-Gedicht Teil meiner Berliner Luft. Nur kurze Zeit nach Ausbruch der Pandemie, als ich mit Gregor am Esstisch saß und unsere Tochter schlief, kam das Gedicht mir mit einer solchen Nachdrücklichkeit in Erinnerung, dass ich es nachlesen musste. Die Stadt stand still wie im Traum. Blitzartig trat in meinem Bewusstsein die Empfindung auf, alle meine Nachbarn dazu einzuladen, es jeden Abend um 20 Uhr auf unseren Balkonen zu sprechen. Gregor zog sofort seinen Conradi aus dem Bücherregal. Und wie schade, dass wir heute nicht in der Altstadtbuchhandlung sind, denn immer steht der Beamer auf dem Conradi. Das ist eigentlich unglaublich, nur heute nicht. Im Haus, das wir in einem jahrelang währenden Prozess mit unseren Nachbarinnen und Nachbarn gebaut haben, leben an die 100 Leute und mittlerweile sind Kinder zur Welt gekommen. Die Tage zuvor hatten die Menschen in Italien auf ihren Balkonen oder am Fenster gesungen. Freunde und Bekannte, denen ich von Rilkes Panther erzählte, lasen das Gedicht jetzt auch in Tel Aviv, Bremen, Basel, Sieversdorf in Brandenburg, Frankfurt am Main und St. Andrews in Schottland mit. Endlich ist es also Zeit für Gedichte. Meine Freundin Regina ist sofort mit der tiefen Landschaft Rilkes verbunden. Die Gnade der Freiheit ist größer als das unersättliche Volumen unserer Wünsche. Regina weiß das. Sie weiß, dass Gedichte einem das Leben retten können. Ich sehe in der Pantherzeit eine Phase der vielfachen Spiegelungen. Es ist eine gebündelte Zeit. Zeit in Zeit gelegt, damit wir sie umblättern. Paul Celan hat eines seiner Gedichte Corona genannt. Es ist Zeit, heißt es darin. Ich will schauen, lernen und sehen, was die falschen Wünsche machen und was der Spiegel meiner Zeit mir sagt. Denn an jeder von uns ist diese Zeit. Wir sind inneren und äußeren Ohren ausgesetzt. Wir sind Mitarbeiter am Uhrwerk der Welt. Von Anfang an spüre ich, dass meine eigenen Lebensthemen, auch der seit Anfang des Jahres auf sich machende markende Schmerz in meiner rechten Hand, noch dringlicher auf ein Hinhören pochen. Das Persönliche ist immer auch ein Ausschnitt des Ganzen. Das mag auf den ersten Blick unbehaglich sein, da wir unser Ich dabei zu verlieren glauben, aber auf den zweiten Blick ist es noch unbehaglicher, das Unbehagen bleibt. Lange. Denn das Ich verwandelt sich, ohne uns zu fragen, weil es uns kennt. Es dauert,
bis das Unbehagen in Wissen übergeht. Teile davon verschwinden, aber auch zugunsten eines neuen Selbst, das uns der Schmerz, der Verlust und die Not zuspielen. Wilder als alles Vergängliche ist unser Wunsch zu leben. Die Verwandlung bleibt nicht aus. Der Schmerz, die Verletzlichkeit, die Krankheit sind oftmals ihre Fürsprecher. Wir verwandeln etwas in uns in winzigsten Augenblicken, das Jahre, manchmal Jahrzehnte in uns gewirkt hat. Dann dreht sich der Wind in unserem Geist. Die Seele fängt an zu sprechen. Pantherzeit ist Seelenzeit. Und Sie können sich wahrscheinlich schon denken, was ich jetzt vorhabe mit Ihnen, oder? Also ich hoffe, dass Sie mitmachen. Es ist zwar nicht 8 Uhr, aber also ich habe es auch nochmal ausgedruckt da. Ich dachte, es wäre ganz wunderbar, wenn wir es vielleicht gemeinsam lesen. Sie können, müssen aber nicht, das wissen Sie. Aber wenn Sie wollen, wobei ich muss Ihnen das gar nicht geben, es ist so groß diesmal, Sie können uns alle wunderbar mitlesen. Wenn Sie es nachher mitnehmen wollen, es liegt hier mit dabei. Oh, ich sollte es mir nochmal herholen. Ich finde diese Vorstellung, dass jemand laut Gedichte gelesen hat auf einem Berliner Balkon, etwas unglaublich Tröstendes tatsächlich. Also allein diese Vorstellung, das immer wieder zu machen. Sie hat es tatsächlich wochenlang gemacht und beschreibt dann auch ganz wunderbar, was für eine Kraft dieser Text für sie entwickelt. Bevor wir quasi das hoffentlich gemeinsam lesen, mag ich Ihnen ganz kurz nochmal, hier sehen Sie eine Postkarte aus dem Jardin, wo Rilke das Gedicht geschrieben hat, dass wir Rilke zumindest einmal noch verorten, weil er fließt jetzt hier diesen ganzen Abend mit und ich will Ihnen nur eine ganz kurze Mini-Biografie vorlesen aus meinem sehr alten Gedichtsammlungsbuch Abendländischer Lyrik, das vor allem dadurch besticht, dass es eigentlich die lustigsten Biografien in sich versammelt. So was finden Sie heute nicht mehr. Und damit die Leute auf eine sehr eigene Art und Weise eigentlich in den Fokus gerückt werden. Und zu Rilke können Sie da Folgendes lesen. Als Dichter vom europäischen Symbolismus beeinflusst, schrieb den Roman Die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge, gelebt von 1875 bis 1826, aus einer Kärntner Familie in Prag geboren, Kadett in St. Pölten, Reisen nach Skandinavien und Russland, Aufenthalt in Worpswede, in Paris, Sekretär Rondins, dann stets wechselnde Aufenthalte auf Schlössern und Landsitzen. Lyrische Hauptwerke sind das Stundenbuch Neue Gedichte, Sonette an Orpheus und die Duineser Elegien. Die nahezu betäubende Wirkung Rilke lässt in Deutschland allmählich nach, nimmt in England und Frankreich aber zu. Sie ist seinem aufs Äußerste verfeinerten Vermögen zur Schilderung modern differenzierter Empfindungen zu danken, sowie der Zertrümmerung der klassischen Sprachformen. Als Übersetzer aus nahezu allen Sprachen bereicherte er die deutsche Literatur um eine Reihe lyrischer Meisterwerke. Und mit George und Hoffmannsthal bildete er das einflussreichste Gestirn der modernen deutschen Dichtung. Haben Sie es in der Schule lesen müssen, dürfen, sollen? Auch auswendig lernen? Ja, ich auch. Und ich weiß, dass ich es damals total langweilig fand und mittlerweile liebe ich es total. Und ich glaube, dass in diesem steten Wiederkehren, also dieses wiederholte Lesen, der eigentliche Zauber liegt, den wir jetzt heute Abend nicht herstellen können. Aber falls Sie Lust haben, mitzusprechen, ich spreche auch ganz langsam, freue ich mich sehr. Der Panther. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als
ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Oh, ich danke Ihnen sehr, auch wenn wir das jetzt quasi hier so verstreut machen. Wunderbar. Ich glaube, was man darin erst merkt, ist in diesem Gemeinsamen, dass ein Gedicht allein zu lesen und es gemeinsam zu lesen etwas ganz anderes ist. Sie merken sofort, Sie hören quasi, wie schnell oder langsam sind die anderen, höre ich mich selber. Ich war viel zu laut hier vorne, jetzt eine völlige Katastrophe eigentlich. Ja, ich musste gucken, höre ich Sie überhaupt und übertöne ich Sie irgendwie nicht mit alledem. Aber es ist etwas, was wir ganz selten machen, Gedichte gemeinsam lesen, weil man irgendwie immer denkt, es ist albern oder peinlich. Dabei ist es das überhaupt nicht, sondern es ist eigentlich eine ganz wundervolle oder wunderbare Form des Zusammenseins, die gleichsam eigentlich etwas verloren gegangen ist. Vielleicht auch dieses Hören der anderen Stimme und damit verbunden ist auch immer wieder Anwesenheit. Das hat tatsächlich immer wieder etwas Gebetsartiges, was Hanna Engelmeier auch ausführt, zu der wir noch kommen. Und damit vielleicht auch etwas Beruhigendes, Trostspendendes. Und es war für mich jetzt so beim Vortrag machen auch nochmal dieses Gewahrwerden dessen, dass es gar nicht so sehr um den Inhalt immer geht, sondern auch um die Form. Also wie kommt mir ein Text entgegen? Muss ich ihn selber lesen? Will ich ihn laut lesen? Oder will ich doch lieber haben, dass ihn mir jemand vorliest? Sitzen wir gemeinsam am Tisch? So etwas wäre ganz wunderbar. Und zur Tradition dieses Vorlesens gibt es ganz wundervolle Passagen bei Käthe Kollwitz in ihren Tagebüchern. Hier wieder dieses zeitgenössische oder zeithistorische. Zu Kriegszeiten hat die Familie Kollwitz sich immer Freitagabend zusammengefunden und es wurde abwechselnd vorgelesen am Küchentisch. Es hatte einfach ein verbindendes Element. Und wenn wir manchmal denken, wie absurd eigentlich, ja, draußen tobt der Krieg und man liest Literatur, dann ist es einfach so ein Anker, ein Rückzugsort, eine Behausung, Refugium, wo sie ein wenig Zuflucht finden können. Oder wie Yoko Tawada sagt, welcher Hafen kann sicherer sein und welcher Ort als der Hafen der Literatur? Das finde ich ist etwas ganz Wunderbares. Wenn Sie durch diesen Text, ich weiß gar nicht, hindurchlesen, also auf diesen Text muss man sich richtig einlassen, weil dieser Text durchfließt. Er bekommt eine Geschwindigkeit, er ist ganz stark assoziativ angelegt, er hat eine gewisse Rhythmik sozusagen auch und blickt immer wieder, aber auch aus sich heraus. Es geht ganz stark, ist mir auch klar geworden, bei Trost um eine Innen- und um eine Außensicht. Also die Frage zum einen, bin ich Trostsuchende oder Trostspendende, so wie wir sagen? Ist es so, dass wir bei einem Menschen Trost suchen, bei einem Text, wie wir es jetzt gerade tun, oder doch einfach bei einem Ding, wie wir es vielleicht als Kind machen, bei einem Kuscheltier und es irgendwie mit uns auf den Weg nehmen? Das heißt, welche Formen nimmt auch das alles ein und was spielt sich innen ab und was spielt sich außen ab? Und dieser Text arbeitet auch ganz stark mit einer Innen- und mit einer Außensicht, so wie das bei Rilke immer wieder der Fall ist. Und er nimmt diesen Panther sozusagen wie auf eine Reise durch unsere Gegenwart mit, weil was erst so ein bisschen
für mich so ein Erinnern war, dass ich dachte, aha, jetzt kommt also der Panther wieder, entwickelt mit Fortschreiten eigentlich auch der gesellschaftspolitischen Perspektive zum einen einen enormen Rückzugsort, weil man das Gefühl hat, dieser Panther ist fortwährend da, dieser Text verliert nichts von seiner Kraft, er bleibt. Und auf der anderen Seite schreibt sie auch über Beispiele der Zoos sozusagen. Wie sagt man zu? Jetzt einfach zu, ich weiß nicht. Egal, Sie wissen, was ich meine, Tierparks. Nämlich im Angesicht der Pandemie, dass die Leute ja dort nicht mehr rein dürfen, in Anführungszeichen. Aber die Frage dessen, wie sinnvoll überhaupt so ein Tierpark eigentlich ist, wenn man diesen Panther wieder vor Augen hat. Und dann geht es quasi weiter, dass diese Pandemie auch quasi mit Blick auf den Panther immer etwas ist, was uns selbst beschreibt. Sie geht mit uns, wir tragen sie mit uns, so wie wir uns auf der Welt bewegen und nicht bewegen, was wir essen und nicht essen. All das quasi breitet sie aus und sie schreitet eigentlich zurück zu Yxkül, indem sie sagt, diese Luft, ja, die wir stetig ausatmen, auch in Form von Sprache, immer wieder. Das ist ein verbindendes Element und diese Pandemie ist quasi deswegen immer mit uns so stark verbunden, weil wir sie stetig mit dem Ein- und Ausatmen mit uns tragen. Und dieser Text ist eine Reise in ihre Vergangenheit auch, quasi in das Ex-Jugoslawien. Es ist auch eine Kindheitsgeschichte. Ihr Vater war Alkoholiker. Tauchen immer wieder so ganz kurze Bilder auf, wie diese Kinder versuchen, einen Ort der Zuflucht zu finden und eigentlich niemand haben. Und dann irgendwann klar wird, dass Gedichte eine Zuflucht sind, dass sie dort Trost finden, dass sie sich darauf verlassen können. Also genau jene Festigkeit finden, die wir sonst eigentlich den Gedichten erst einmal absprechen. Sie kennen vielleicht dieses wunderbare Paradox von Hilde Domin und ich setzte einen Fuß in die Luft und sie trug. Ja, es ist ein herrlicher Ausdruck dessen, was Festigkeit in all seiner Vielfalt uns mit auf den Weg geben kann. Ich denke heute immer wieder an die Bären im Zoo von Sarajevo, die den Menschen die Zukunft aufzeigten, die Belagerung dieser Stadt ankündigten und in Käfigen verendeten. Der buddhistische Mönch Bhante Devanada schrieb mir gestern über die Tiere im Berliner Zoologischen Garten. Er hatte von einem Tierpfleger erfahren, dass die Tiere sich jetzt anders verhalten als sonst. Wir sind jetzt genauso wie sie eingesperrt, schrieb mir der Mönch. Und unsere Gefangenschaft, die unser Panther-Dasein deutlich macht, lässt mich hoffen, dass wir den wahren Versuch einer von innen kommenden Befreiung unternehmen und die Welt der Stäbe und Einengung verlassen werden, nicht weil uns irgendeine Freiheit geschenkt wird, sondern weil wir lernen, in unserer eigenen aufzuwachen. Gestern sprachen seit langer Zeit wieder ein paar Nachbarn das Panther-Gedicht mit mir. Ich spürte, dass der Frühling Wirkung zeigten. Die Klarheit des Himmels strahlte eine Ruhe aus, die ich nur aus der Kindheit und aus den an Weissagungen erinnernden Träumen kenne. Ich mache jetzt jeden Abend eine Kerze an, bevor ich Rilke auf dem Balkon lese. Das beruhigt mich und erinnert mich an die Kindheitsgebete der frommen dalmatinischen KirchenhelferInnen, die, als ich anfing, Bücher zu schreiben, in meinem Innenland als das Licht jener kleinen Jahre erschienen und mitsprachen. Die Kerze ist für sich genommen ein Gebet, das keiner Sprache bedarf. Und ich bin verblüfft darüber, wie alle meine geistigen Mitgeher plötzlich in mir und zu mir durch Bücher und Menschen ins Denken und ins Herzsprechen zurückkommen. Die Zeit kehrt zurück in die Schale, schreibt Celan. Es ist Zeit, dass man weiß, es ist Zeit, dass der Stein sich zu blühen bequemt, dass der Unrast dein Herz schlägt. Es ist Zeit, dass es Zeit wird, es ist
Zeit. Dieser geschälte Zeitkern, hat er sich jetzt in die Sprache gelegt und fängt er an, uns zu sehen? Die wechselseitigen Entsprechungen von oben und unten, von innen und außen, sie sind in der Zeit als gebündelte Kraft vorhanden. Ein paar Tritte auf der Himmelsleiter oder das Öffnen weniger Tore, wie sie die kabbalistische Überlieferung lehrt, kommen mir nach dem erneuten Lesen des Corona-Gedichtes als geistige Entsprechungen zu Teresa von Avilas Denken vor, die, kaum einer weiß das, jüdischer Herkunft und eine der größten katholischen Mystikerinnen war und Kirchenlehrerin dazu. Auch sie war eine Kennerin der Gnadenschönheit und sie war Wissende. Die Hingabe an die verborgene Weisheit konnte einst im Nachkriegsdeutschland in Paul Celans Sprache kaum jemand ertasten. Und noch waren die inneren Herzkammern blind für alle Jakobsleitern, die dringlich auf Wahrnehmung pochten und die er in seiner kosmisch durchdrungenen Sprache in die Wunde seiner Zeit legte. Und bei Jakobs Leiter, und das ist quasi dann immer mein Trost, ist mir sofort der Gedichtband von Anne Dorn eingefallen, die ein Gedicht über Jakobs Leitern auch geschrieben hat und quasi nicht die himmlische Jakobs Leiter. Anne Dorn war eine Schriftstellerin, die erst ganz spät ihre Gedichte veröffentlicht hat, hat, glaube ich, auch in Köln eine Zeit lang gelebt. Ganz wunderbare Gedichte mit so einer ganz klaren Sicht auf ein Leben, das einfach schon zu Teilen auch stattgefunden hat und immer aber noch ganz viel Zukunft hat und das mit einer sehr großen Zugewandtheit, glaube ich, auf die Gegenstände um sich herum blickt. Und was Sie jetzt gar nicht gesehen haben, ich muss noch mal ganz zum Anfang diese Abbildung, nämlich die Sie hier die ganze Zeit im Hintergrund mit haben, das ist der sogenannte Augentrost. Eine ganz unkomplizierte, robuste, alte Wildstaude, die den Namen Augentrost bekommen hat und die quasi ihnen hier stetig aus den Folien zublinselt. Und jetzt hier an der Seite der Jakobsleitern noch ein kurzes Bündnis eingeht. Trost. Wieder bewegt der Wind die Wälder. Die Hecken erschauern und durch die hingeduckten Gräser rieselt ein Zittern. Das freie, leere der Luft mischt sich mit der Schwere der Äcker, Dörfer und Städte. Viele mal 100 Tage von meinem Jahr sind mir erloschen im Festhalten an schwere Dinge. Ich habe vielleicht noch einige wenige Tage lang Zeit, windig zu sein und mitzumischen. Wenn die Knochen versagen, will ich mit Augen umarmen. Warm leuchtet die Abendsonne. Mit Augen umarmen ist auch etwas ganz Wunderbares, Tröstendes in dieser Zeit, wenn man einander nicht richtig umarmen kann. Und Sie sehen hier schon Hanna Engelmeier. Hanna Engelmeier ist ein Überraschungskästchen sozusagen. Hat zufällig jemand von Ihnen dieses Buch schon gelesen? Okay, da muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel Spoiler, falls Sie es lesen sollten. Entschuldigung. Aber es wird Sie nicht verwundern, dass auch hier Rilke eine, wie sagt man, große Rolle spielt. Und dann kann ich das ganz geschickt machen und Ihnen das Kapitel mit Rilke vorstellen. Das lässt sich heute Abend nicht vermeiden. Und die anderen können Sie sich sozusagen selbst zu Gemüte führen. Als ich das gesehen habe, dieses Buch erschienen im Mattes und Seitz Verlag Ende letzten Jahres 2021 mit dem Titel Trost für Übungen, dachte ich, ganz wunderbar, das ist perfekt für den Vortrag, das nehme ich mit und dann gucken wir, was damit passiert. Und eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass es 4 konkrete praktische Übungen sind, warum auch immer ich das dachte, die mir irgendwie erklären,
wie ich tröstend sein kann oder Trost finden kann oder irgend so etwas in dieser Art. Und dann habe ich angefangen zu lesen und habe gemerkt, es ist überhaupt gar nicht das, mit dem ich gerechnet habe, obwohl ich quasi auch den Klappentext gelesen hatte und bin eigentlich nur staunend durch die Seiten gewandert, muss man sagen, immer wieder hängen geblieben. Es erschließt sich nicht ganz einfach, also Sie müssen Zeit für dieses Buch mitbringen, aber es hat einen ganz grandiosen Schluss, der alles an Fragen, die Ihnen quasi auf diesem Weg begegnen werden, in eines bringt eigentlich. Und den kann ich Ihnen heute trotzdem zumindest in Teilen vorlesen, weil er trotzdem nichts von dem anderen wegnimmt. Hannah Engelmeyers Trost, sie ist Kulturwissenschaftlerin, führt sie in ganz unterschiedliche Formen des Tröstens eigentlich, aber aus einer eigenen subjektiven Sicht heraus. Es geht zum einen um etwas mit sich tragen, Tröstendes, um etwas hören, immer wieder die gleiche Stimme, so wie wir das als Kinder gerne machen. Sie kennen das vielleicht, wenn man einem Kind immer wieder das gleiche Stück Text vorliest und einmal etwas ändert, das wird sofort erkannt. Und darin liegt dann auch immer wieder so eine kleine Sprengkraft. Es geht um das Beten und es geht um Adorno und Eiscreme, wo ich irgendwie immer noch nicht mit mir ganz klar bin, was ich da für einen Übertitel sozusagen für mich selbst finde. Und ganz wunderbar steigt dieses Buch aber eigentlich damit ein, dass es eine Beschreibung dessen ist, was passiert, wenn Literatur so sehr mit uns ist, dass wir sie auch wirklich immer eigentlich mit uns tragen müssen. Und in diesem Fall, mal schauen, ob ich auch das richtige Buch habe, ja. Geht es um Rainer Maria Rilkes Briefe an einen jungen Dichter. Sie sehen hier auch den jungen Dichter, etwas älter schon zu diesem Zeitpunkt. Er wird in den 30er Jahren einer der bekanntesten Unterhaltungsschriftsteller werden, Franz Kapus. Und auch ein Lied schreiben, das wohl von Heintje später zum Besten gegeben wird. Aber er hat eigentlich etwas ganz anderes vor mit seinem Leben. Und an dieser Stelle steigt dieses Buch ein und ich war auch wirklich bass erstaunt, dass es genau so anfängt. Sie müssen sich also vorstellen, Hannah Engelmeyer nimmt sie eigentlich mit in ihre Handtasche und, ach nee, das lese ich Ihnen an, nee, das erzähle ich Ihnen, erzählt Ihnen, dass sie eine ganz kleine alte Ausgabe von Rainer Maria Rilkes Briefe an einen jungen Dichter hat. Und das Besondere an dieser Ausgabe ist, dass sie so eine ganz wirklich kleine Ausgabe ist, dass man sie tatsächlich immer gut bei sich tragen kann. Und, das fand ich sehr erstaunlich, dass nichts angemerkt ist darin. Und meine Bücher sehen quasi immer gegenteilig aus. Also bei mir ist immer alles wild angestrichen und untermalt und markiert. Und sie schreibt dann später dazu, das liegt einfach daran, weil jeder Satz wichtig ist. Und ich habe diese Briefe jetzt nochmal gelesen und dachte, obwohl ich wieder unterstrichen habe, ja, das kann ich gut verstehen. Schon länger trägt man sowohl das Bedürfnis nach Erbauung als auch die Literatur, die Erbauung verspricht und sich selbst sogar Erbauungsliteratur nennt, stets mit sich herum. Einerseits hat man sie dann immer schnell zur Hand, andererseits kann man sie auch gut vor missbilligen Blicken verstecken. Trostsuchendes Lesen hat eine lange Geschichte, die vor allem davon handelt, dass man es trotzdem tut. Wer sind die alten Tröster? Der Ausdruck wird gebraucht für die Gebet- und Erbauungsbücher der gläubigen Väter unserer evangelisch-lutherischen Kirche, die noch heute die Gläubigen trösten. Für die Erbauungsschriften, daraus nicht bloß der Schriftsteller und seine Zeitgenossen Trost gesucht und gefunden haben, sondern die solchen Wert haben, dass viele Geschlechter bis heute durch sie erbaut worden sind und noch erbaut werden. Alte Tröster hießen sie ursprünglich vielfach spottweise.
Schon 1900 muss auf Seite 1 klargestellt werden, dass man sich der potenziellen Peinlichkeit bewusst ist, die es bedeutet, nicht nur eine trostbedürftige Person zu sein, sondern vor allem sich als solche ausgerechnet an ein Büchlein zu wenden, dessen ästhetischer Wert weit hinter seiner Funktionalität für seelische Belange zurückbleibt. Es sei aber, so wird weiter ausgeführt, kein Wunder, dass die alten Tröster von Leserinnen und Lesern angesteuert würden, denen der ästhetische Wert eines Textes, worin auch immer er bestehen möge, ziemlich egal war. Meine kleine Ausgabe von Rilkes Briefen an Capus stammt aus dem Jahr 1997. Ich glaube aber, dass ich sie mir erst deutlich später gekauft habe. Meine Erinnerung behauptet, dass ich sie seit 2004 mit mir herumgetragen habe, weil ich mich an die Aschenschaffung einer Umhängetasche erinnere, die ein Spezialfach hatte, in dem ich das Buch versenken konnte. Und so ist es wahrscheinlich auch gedacht, dass man diese Ratschläge Rilkes, seine Versuche, einen ihm unbekannten Mann Trost zu spenden, in die Tasche stecken kann. Zu wissen, dass dieses Buch überall hinpasst und immer mitkommen kann, ist vielleicht schon selbst Trost genug. Mit dem Buch in der Tasche war ich immer schon zwei. Das finde ich ist ein ganz wundervoller Satz, immer schon zwei zu sein mit einem Buch in der Tasche. In diesem Fall fast mehrere. Und dieses Besondere an diesem Buch und auch an Hannah Engelmeier ist, dass sie quasi auch immer weiterführt. Man liest zwangsläufig natürlich dann in diesen Briefen weiter, weil man genau wissen will oder sich wieder erinnern will, wenn man sie schon gelesen hat, was eigentlich darinnen steht. Und die Außenhandlung ist eigentlich sehr schnell erzählt. Capus ist noch relativ jung, etwa um die 20, als er an Rainer Maria Rilke schreibt, ob er ihm helfen könne, also eigentlich eher Trost spenden könne. Er wisse nicht so genau, wohin mit seinem Leben. Sein Vater möchte unbedingt, dass er Kadett und später Leutnant werde. Er aber möchte doch eigentlich viel lieber Dichter werden. Und einfach andockend an der Idee, dass Rilke sozusagen eine ähnliche Laufbahn hatte, schreibt er ihm und ist wahrscheinlich höchst verwundert, dass er dann auch Antwort bekommt. Diese Briefe finden auf Augenhöhe statt. Ich habe eine ganz alte Ausgabe von 1933, wie ich heute gesehen habe, nochmal. Da sind nur die Briefe von Rainer Maria Rilke, also die Antworten, enthalten. Wenn Sie jetzt gucken, gibt es auch diejenigen, wo die Briefe von Capus mit enthalten sind. Ich habe also noch diese Leerstelle. Das heißt, Sie können für sich selber entscheiden, ob sie das als Briefwechsel oder nur als Literatur von Rainer Maria Rilke lesen wollen, der mit einer sehr, sehr großen Offenheit an Capus geantwortet hat und ihm auch eigentlich keine Ratschläge gegeben hat, sondern einen Hinweis, muss man eher sagen. Und da geht es vor allem in erster Linie um Einsamkeit. Er stellt nämlich die Theorie auf, dass wir erstmal alle einsam werden müssen. Und dieses Spannende bei dieser ganzen Trostsuche ist, ist mir auch nochmal klar geworden, dass die einen Trost suchen, weil sie einsam sind, und die anderen suchen wiederum in der Einsamkeit Trost, weil ihnen alles andere zu viel ist. Also Einsamkeit ist ein Begriff, der ganz stark mit Trost irgendwie zusammenspielt, aber auch ganz unterschiedliche Gemengenlagen hat. Und bei Daniel Schreiber können Sie zu Einsamkeit lesen. Einsamkeit heißt für jeden und jede von uns etwas anderes. Einige Menschen werden selten, andere regelmäßig von ihr heimgesucht. Wir alle empfinden sie unterschiedlich, gehen jeweils anders mit ihr um. Manche Leute fühlen sich schon nach ein paar allein verbrachten Abenden einsam, andere brauchen nur minimale soziale Kontakte. Doch niemand kann über längere Strecken einsam sein, ohne Schaden zu nehmen. Akute, langwierige Einsamkeit sorgt bei den meisten von uns für einen emotionalen Hunger, einen ernstzunehmenden seelischen Schmerz, der mit einem eklatanten Bedeutungs- und Selbstwertverlust einhergeht, mit Empfindungen von Scham, Schuld und Verzweiflung.
Einsamkeit bringt nicht nur eine Distanz zu anderen Menschen mit sich, sondern auch eine verwirrende Distanz zu sich selbst, zu jenen Seiten des Selbst, die nur in der Verbindung mit anderen existieren. Manchmal fühlt sich das an, als durchlebe man eine psychische Störung. Doch Einsamkeit ist keine Krankheit. Sie ist ein Gefühl. Ein komplexes Gefühl zwar, aber ein Gefühl. Und das ist eine wichtige Unterscheidung. Und Rilke aber schreibt: Was Not tut, ist doch nur dieses: Einsamkeit, große innere Einsamkeit. In sich gehen und stundenlang niemandem begegnen, das muss man erreichen können. Sie haben viele und große Traurigkeiten gehabt, die vorübergingen. Und Sie sagen, dass auch dieses Vorübergehen schwer und verstimmend für Sie war. Aber bitte, überlegen Sie, ob diese großen Traurigkeiten nicht vielmehr mitten durch Sie durchgegangen sind, ob nicht vieles in Ihnen sich verwandelt hat, ob Sie nicht irgendwo an irgendeiner Stelle Ihres Wesens sich verändert haben, während Sie traurig waren. Gefährlich und schlecht sind nur jene Traurigkeiten, die man unter die Leute trägt, um sie zu übertönen. Wäre es uns möglich, weiter zu sehen, als unser Wissen reicht, und noch ein wenig über die Vorwerke unseres Ahnens hinaus, vielleicht würden wir dann unsere Traurigkeiten mit größerem Vertrauen ertragen als unsere Freuden. Denn sie sind die Augenblicke, da etwas Neues in uns eingetreten ist, etwas Unbekanntes. Unsere Gefühle verstummen in scheuer Befangenheit. Alles in uns tritt zurück, es entsteht eine Stille und das Neue, das niemand kennt, das steht mittendrin und schweigt. Ich glaube, dass fast alle unsere Traurigkeiten Momente der Spannung sind, die wir als Lähmung empfinden, weil wir unsere befremdeten Gefühle nicht mehr leben hören, weil wir mit dem Fremden, das bei uns eingetreten ist, allein sind. Weil uns alles Vertraute und Gewohnte für einen Augenblick fortgenommen ist. Weil wir mitten in einem Übergang stehen, wo wir nicht stehen bleiben können. Darum geht die Traurigkeit auch vorüber. Das Neue in uns, das Hinzugekommene, ist in unser Herz eingetreten, ist in seine innerste Kammer eingegangen und ist auch dort nicht mehr, ist schon im Blut. Und wir erfahren nicht, was es war. Man könnte uns leicht glauben machen, es sei nichts geschehen. Und doch haben wir uns verwandelt, wie ein Haus sich verwandelt, in welches ein Gast eingetreten ist. Wir können nicht sagen, wer gekommen ist, wir werden es vielleicht nie wissen. Aber es sprechen viele Anzeichen dafür, dass die Zukunft in solcher Weise in uns eintritt, um sich in uns zu verwandeln, lange bevor sie geschieht. Und darum ist es so wichtig, einsam und aufmerksam zu sein, wenn man traurig ist. Weil der scheinbar ereignislose und starre Augenblick, der unsere Zukunft uns betritt, dem Leben so viel näher steht als jener andere laute und zufällige Zeitpunkt, da sie uns wie von außen her geschieht. Je stiller, geduldiger und offener wir als Traurige sind, umso tiefer und umso unbeirrter geht das Neue in uns ein. Umso besser erwerben wir es, umso mehr wird es unser Schicksal sein und wir werden uns ihm, wenn es eines späteren Tages geschieht, im Innersten verwandt und nahe fühlen. Und das ist nötig. Es ist nötig und dahin wird nach und nach unsere Entwicklung gehen, dass uns nichts Fremdes widerfahre, sondern nur das, was uns seit langem gehört. Man hat schon so viele Bewegungsbegriffe umdenken müssen. Man wird auch allmählich erkennen lernen, dass das, was wir Schicksal nennen, aus den Menschen heraustritt. Nicht von außen her in sie hinein.
Nur weil so viele ihre Schicksale, solange sie in ihnen lebten, nicht aufsaugten und in sich selbst verwandelten, erkannten sie nicht, was aus ihnen trat. Es war ihnen so fremd, dass sie in ihrem wirren Schrecken meinten, es müsse gerade jetzt in sie eingegangen sein, denn sie schworen vorher nie Ähnliches in sich gefunden zu haben. Wie man sich lange über die Bewegung der Sonne getäuscht hat, so täuscht man sich immer noch über die Bewegung des Kommenden. Die Zukunft steht fest, lieber Herr Kapus. Wir aber bewegen uns im unendlichen Raume. Wie sollten wir es da nicht schwer haben? Und wenn wir wieder von der Einsamkeit reden, so wird immer klarer, dass das im Grunde nichts ist, was man wählen oder lassen kann. Wir sind einsam. Man kann sich darüber täuschen und tun, als wäre es nicht so. Das ist alles. Wie viel besser ist es aber einzusehen, dass wir es sind, ja geradezu davon auszugehen. Und wir müssen unser Dasein so weit, als es irgend geht, annehmen. Alles, auch das Unerhörte, muss darin möglich sein. Das ist im Grunde der einzige Mut, den man von uns verlangt. Mutig zu sein zu dem seltsamsten, wunderlichsten und unaufklärbarsten, das uns begegnen kann. Ich finde, das ist ein ganz wundervoller Satz, der sehr gut in diese Tage passt, wo man sich vor Erklärungen und Nichterklärungen manchmal nicht retten kann. Da wirken diese Worte irgendwie in all ihrer Ruhe fast wie ein Balsam. Hanna Engelmeier, Sie können sich vorstellen, das ist wirklich nur so ein ganz kleiner Passus jetzt aus diesem Buch, unternimmt wirklich eine sehr, sehr große Reise. Das ist ein fulminanter Ritt eigentlich, dieses Buch, durch unterschiedliche Formen des Trost, auch im ganz aktuellen Jetzt. Und was sie noch macht, ist, das fand ich so schön, diese Idee, dass sie quasi der Frage nachgeht, oder was heißt schön, aber es ist spannend, nochmal darauf zu gucken, wird unser Trostbedürfnis eigentlich kleiner oder wird es gesättigter, wenn jemand anders in der gleichen Situation ist? Sie haben dieses Zitat vorhin schon gesehen, als ich das Cover hier hatte. Nochmal zurückgehen. Aber sie stellt so ein bisschen die Theorie auf, dass quasi, wenn es anderen schlecht geht und die von sich erzählen, dass man automatisch auch nicht mehr alleine ist, dass man dann auch etwas Tröstendes empfindet, ein Gedanke, der ja nicht weit hergeholt ist. Aber sie macht es an einem sehr schönen Beispiel auf, an einer Autorin sozusagen, die so eine Art digitalen Kummerkasten hat und der die Leute sozusagen immer wieder schreiben und sie antwortet anonym mit eigenen Geschichten, die immer viel schlimmer sind, in Anführungszeichen, und damit irgendwie eigentlich zu dieser Idee führen, dass man allein deswegen schon ein wenig sich wieder getröstet findet. Ich muss gerade schauen, es gab so eine ganz kurze, schöne Passage dazu, wo sie schreibt, sie haben es hier oben stehen, dass sie quasi, hier. Und so habe ich es dann im Notfall auch gemacht, das Buch als Selbstbedienungsladen. Ich nahm, was ich brauchte, tippte auf der Oberfläche des E-Book-Readers herum und marschierte direkt durch zu den schönen Stellen, verweigerte das Nachvollziehen der Textstruktur, immer auf der Suche nach dem Trost im Unglück der anderen, nicht auf der Suche nach dem Verstehen eines großen Ganzen. Wer braucht schon Kontext? Ja, an dieser Stelle belasse ich mal Hanna Engelmeier. Ich will Ihnen ganz kurz zum Schluss, man könnte ewig lang weiter erzählen, aber noch ein Buch mit auf den Weg geben, weil es quasi Klammer auch von Anbeginn war. Gabriele von Arnim, Das Leben ist ein vorübergehender Zustand. Ein unglaubliches Buch sozusagen. Gabriele von Arnim, Journalistin, hat ihren Mann,
der sehr stark nach einem Schlaganfall erkrankt war oder pflegebedürftig war, auch gepflegt und ihn dann auch beim Sterben begleitet. Und sie wollte sich aber eigentlich vorab von ihm trennen. Das heißt, dieses Pflegende tritt auch in eine ganz besondere Situation eigentlich ein und es hat ganz stark mit Annäherung zu tun. Dieses Buch ist eine unglaubliche Ansammlung an Literaturgeschichte. Für mich war es auch tatsächlich so ein bisschen wie nach Hause kommen immer wieder, weil man so viel entdeckt, was einem lieb ist. Und für mich ist es Gaston Bachelard, die Poetik des Raums, der diese Idee des Behaustseins sozusagen mit zugrunde legt. Und es geht um ganz konkret auch Formen des Wohnens, wie wir uns quasi einrichten können, auch immer in einer Sprache. Und ich will Ihnen zum Schluss, also eigentlich muss ich noch Hannah Engelmeier ganz zum Schluss lesen, aber einen Mini-Passus hier daraus lesen, dass Sie auch diesen Duktus haben und es ist eine absolute Herzensempfehlung. Also es ist nicht, also es ist sehr, sehr gut zum Lesen. Es ist vom Inhalt greift es einen stark an und berührt einen sehr, sehr stark, aber dadurch, dass sie auch so stark herausgeht und einem so viel mit auf den Weg gibt, ist es wirklich eine unglaublich tolle Lektüre in diesen schwierigen Zeiten. Naja, einrichten muss man ja wohl, wenn man wohnen möchte. Aber ich meine tatsächlich wohnen. Ich wohne gern. Ich liebe es zu wohnen. Ich bin wohnsüchtig. Wohnen ist für mich ein existenzielles Gefühl. Es ist viel mehr als nur das Dach über dem Kopf, die Tür zur Welt, die sich schließen lässt, der Vorhang am Fenster. Ich will kurz sein, Emma. Ja? Unser Haus schließt in 15 Minuten. Wir verlassen das letzte Gebäude durch den Haupteingang. Auf Wiedersehen. Sie haben gehört, es war genau bei die Tür zur Welt, die sich schließen lässt. Oh, hoffentlich kann ich das jetzt richtig lesen. Entschuldigen Sie bitte. Ah, der Vorhang am Fenster, die eine rote Kachel im weißen Bad, die Kastanie im Hof, das Katzengeschrei in der Nacht, die Straßenbahn vor dem Haus. Wenn ich wohne, wohnt alles, was in mir webt und tobt und klagt, alles, was in mir vibriert. Die Menschenlust, die Hektik, die Liebe, die Einsamkeit, die Hilflosigkeit, die Schönheit. Alle haben im Wohnen ihren Platz. Auch der Trost. Manchmal sitzt er genau in der einen roten Kachel im weißen Bad oder in der bronzenen Klinke an der Tür, in den Steinen, die ich gesammelt habe an Ferienstränden. Er sitzt in der Nische mit der amerikanischen Keramik aus den 20er Jahren oder in der Wärmflasche, die mit heißem Wasser gefüllt schon im Bett auf mich wartet. In seinen 1000 Honigwaben, schreibt Gaston Bachelard, speichert der Raum verdichtete Zeit und für mich auch Trost. So, mit diesem kleinen lustigen Einbruch am Schluss danke ich Ihnen sehr fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen haben und wir noch Zeit haben, sehr gerne. Ansonsten danke fürs Zuhören, wo auch immer Sie gerade sind und einen guten Abend. Ja, ich sag ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, Hartmut wollte dir noch was sagen und was bringen. Das war ein wundervoller Abend. Nicht nur Literatur, sondern auch voller Schönheit der Sprache, geliebter Rilke, aber auch ganz viele unbekannte Perlen, die ich noch nicht so kannte. Deine Herzensempfehlung von Gabriele von Arnim habe ich tatsächlich auch gestern gefunden. Ach, und super. Bin gespannt. Mhm. Also ganz vielen Dank. Ich glaube, diesen Trost des heutigen Abends, den nehmen wir so wie als Perle mit nach Hause. Das kann ich nur von mir aus sagen. Und jetzt würde ich eigentlich gerne an Hartmut übergeben. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir. Ich mache jetzt noch ganz kurz den Werbeblock. Ja. Ich habe etliche von den Büchern mit, aber so ein Vortrag gerade von Simone Schabert lebt ja immer davon, dass immer wieder was Neues reinkommt. Von daher hat sie mir nichts von Panther
Das kam jetzt, auch wirklich neu. Das Pantherzeit. Pantherzeit erzählt, das habe ich jetzt nicht dabei, aber ich kann es natürlich wie alle anderen auch besorgen. Sie können gerne kurz reingucken und sonst mich anrufen, dass ich Ihnen das, was Sie gerne haben möchten, bestelle. So weit zum Werbeblock. Wir haben ja immer in der Altstadtbuchhandlung die gute Gewohnheit, ein Glas Wein dabei zu trinken. Das haben wir heute nicht. Aber eine Gewohnheit, die ich trotzdem nicht aufgeben möchte, ist, Simone ein kleines Geschenkchen zu überreichen. Im Secession Verlag gibt es eine kleine Reihe Femmes de Lettres. Das sind Texte von Frauen, die wir heute überhaupt nicht mehr kennen, die in der Frühaufklärung, in der Renaissance, in Frankreich, in Spanien, in Deutschland erste eigene Literatur geschrieben haben und die eigentlich in keiner Literaturgeschichte vorkommen und heute erst wieder mühsam entdeckt werden. Da habe ich von Sidonia Hedwig Zeunemann Feder in der Hand, liegen in der Faust. Was Besseres kann man dir nicht wünschen. Dann bedanke ich mich auch bei Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ja, danke.